Ich bin Timo von Waffen der Kritik, einer linken Hochschulgruppe an der LMU, und ich möchte ein bisschen die studentische Solidarität hier übermitteln und ein paar Dinge hinzufügen zu dem, was schon gesagt wurde. Wenn wir, denke ich, darüber reden, dass Afghanistan kein sicheres Land ist, dann müssen wir auch darüber reden, warum es kein sicheres Herkunftsland ist. Und das hat damit zu tun, dass die Bundeswehr dort 2001 angefangen hat, Krieg zu führen und immer noch dort mit 1000 Soldaten beteiligt ist. Deswegen muss dieser Krieg dort sofort gestoppt werden. Was das Ganze auch mit der Universität zu tun hat, bei uns an der LMU in der Fakultät für Chemie findet unter dem Professor Herr Krapötke Waffenforschung statt. Forschung für den Krieg. Er forscht mit einigen Studierenden an einer sogenannten grünen Bombe. Diese grüne Bombe soll einen besonders hohen wirksamen Sprengstoff haben und gleichzeitig besonders ökologisch sein, damit sie dort in den zu erkämpfenden Gebieten nicht die Umwelt verpestet und nicht die Gesundheit der Soldatinnen gefährdet. Wir lehnen diese Kriegsforschung entschieden ab, die auch natürlich nur den Einsatz hat, eingesetzt zu werden in solchen Ländern wie Afghanistan, und fordern auch den sofortigen Stopp einer solchen Kriegsforschung an unserer Universität. Wir haben heute auch ein Transparent dabei, was heißt Grenzen öffnen, Mindestlohn erhöhen. Was hat das miteinander zu tun? Es gibt ein Mindestlohngesetz, was die deutsche Bundesregierung vorangetrieben hat, das viele Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn vorsieht und vor allem auch für Geflüchtete. Das heißt, es wird gezielt in den Betrieben Geflüchtete eingesetzt, um die Löhne zu drücken, und so wird in den Betrieben gezielt Rassismus geschürt und Geflüchtete als LohndumperInnen hingestellt. Das muss auch sofort gestoppt werden. Wir wollen die Perspektive eröffnen, deswegen steht hier auch erhöhen. Der Mindestlohn, wissen wir alle, von 8,50 Euro ist viel zu niedrig. Und deswegen möchten wir hier die Perspektive eröffnen, dass die hier Arbeitenden und die Geflüchteten, die hier auch arbeiten, sofern sie es dürfen, weil teilweise dürfen sie es ja überhaupt nicht, was auch ein Skandal ist, dass diese gemeinsam kämpfen für einen höheren Mindestlohn, für gute Bezahlung und für ein Recht auf Arbeit für alle, damit alle sich hier eine gute Lebensgrundlage schaffen können. Und das bringt mich zu einem letzten Punkt, nämlich die Perspektive, wie wir Abschiebungen verhindern könnten. Wir sind teilweise hier ziemlich deprimiert, weil wir immer nur Reden halten können. Es ist gut, dass wir so viele da sind. Aber vielleicht eine kleine Perspektive eröffnen, wie wir es ändern könnten. Wenn wir sagen, die hier Arbeitenden und Geflüchteten sollen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen streiten, kann das auch sein, dass die Geflüchteten zusammen für bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten hier am Flughafen kämpfen, die auch in verschiedene Tochtergesellschaften aufgeteilt sind und die einen massiven Druck auf ihre Löhne erfahren. Und wenn hier die Beschäftigten zusammen streiken für bessere Löhne, dann gibt es keine Abschiebungen, dann würde keine Maschine abheben. Das wäre eine gute Sache. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.